Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich freue mich sehr, dass Sie wieder so zahlreich zu uns gekommen sind. Beim letzten Mal sind wir etwas später gestartet. Das passiert uns heute nicht. Heute sind wir sehr, sehr pünktlich. Wir setzen unser Programm der Augstein-Ring-Vorlesung fort mit einem Vortrag von Albrecht von Lucke. Albrecht von Lucke wird sprechen über Rechtspopulismus und wie der von bestimmten Medien auch mit befördert wird. Herzlich willkommen in der Universität Hamburg, lieber Albrecht. Herr von Lucke wird Ihnen noch näher vorgestellt, gleich von Paul Mehrkamp. Paul hat bei uns seinen Master in Journalistik und Kommunikationswissenschaft gemacht und sich mittlerweile als Politik- und Datenjournalist mit Standort Kiel fest etabliert. Klimaschutz, Mobilität und Bundespolitik, das sind seine Hauptarbeitsthemen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind wieder zu Gast in einer Veranstaltungsreihe, die Ihnen von der Universität Hamburg und der Rudolf-Augstein-Stiftung angeboten wird. Beteiligen Sie sich gerne nach der Lecture von Herrn von Lucke an der Diskussion mit ihm. Sie wissen, Sie kennen das Verfahren, die Mikrofone werden Ihnen angereicht von Studierenden aus unserem Erstsemester. Herzlichen Dank an Charlotte Theiss und Fiona Lechner für diese Mithilfe. Nun aber übergebe ich an Paul Mehrkamp. Ja, vielen Dank, Herr Lilienthal. Guten Abend auch von meiner Seite. Herr Lilienthal hat gerade schon verraten, ich arbeite für verschiedene Fernsehsendungen und Verlage als freier Politik- und Datenjournalist. Und ich habe meinen Master hier vor 2,5 Jahren gemacht, also mitten in einem Lockdown. Insofern bin ich ganz froh, jetzt nochmal eine Präsenzveranstaltung nachholen zu können, mit ein bisschen Verspätung. Und ich darf Ihnen Albrecht von Lucke vorstellen, den Sie vielleicht schon kennen aus der ein oder anderen Fernsehsendung, aus YouTube-Formaten oder aus dem Deutschlandfunk. Aber ich fange trotzdem einmal ganz kurz vorne an. Herr von Lucke wurde 1967 in Ingelheim am Rhein geboren. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Mainz, die bekannt ist für ihren Rotwein und ein großes Pharmaunternehmen. Trotzdem hat sich Herr Lucke für einen anderen Karriereweg entschieden. Er hat Jura und Politikwissenschaften studiert, allerdings nie als klassischer Jurist gearbeitet. Das hat auch mit einem ziemlich folgenschweren Umzug zu tun. Herr von Lucke ist nämlich ausgerechnet im Oktober 1989 nach Berlin gezogen, kurz bevor die Berliner Mauer gefallen ist. Das hatte dann ziemlich viel Einfluss auf seine Karriereentscheidung. Er hat in einem Interview einmal gesagt, er sei dann abgedriftet in die politische Analyse. Und damit sind wir schon auch bei einer wesentlichen Konstante in seinem Berufsleben. Er arbeitet seit vielen Jahren bei den Blättern für deutsche und internationale Politik und analysiert dort, was sich auf der politischen Bühne bewegt und was sich vielleicht auch noch nicht bewegt und bewegen sollte. Weil es heute um Rechtspopulismus gehen soll oder um Populismus und Medien, habe ich einmal den ersten Text von Herrn von Lucke rausgesucht, in dem er über die AfD geschrieben hat. Das war im Juni 2013, also 4 Monate, nachdem die AfD offiziell gegründet wurde. Und daraus 2 kurze Sätze. Zitat: Schon ein Blick auf das Parteiprogramm zeigt, dass die neue Formation in weiten Teilen genau jene Partei rechts von der Union ist, die schon Franz Josef Strauß immer gefürchtet hatte. Mit denkbar einfachen Rezepten sammelt die AfD vor allem jene Enttäuschten ein, die eine weichgespülte Merkel-Union hat rechts liegen lassen. Zitat Ende. Man muss dazu sagen, 2013 ist jetzt 10 Jahre her und da war die Welt noch ein bisschen eine andere. Das war tatsächlich das erste Jahr, in dem mehr Smartphones verkauft wurden als Handys mit Tasten. Es gab noch keine sogenannte Flüchtlingskrise, das Pariser Klimaschutzabkommen war noch kein Thema und nicht beschlossen, TikTok war noch nicht erfunden. Es hat sich seitdem also einiges getan, politisch wie medial. Umso gespannter bin ich jetzt auf Ihren Vortrag, Herr von Lucke. Herzlich willkommen hier an der Uni Hamburg. Ja, lieber Herr Mehrkamp, zunächst mal zu Ihnen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die wunderbare Einführung. Zumal es der Zufall wollte, wir haben es gerade festgestellt, das Wort Mehrkamp in Ihrem Namen, Mehr ist genau das Richtige. Wir trafen uns nämlich in diesem Sommer, zufälligerweise, ohne uns zu kennen, in einem Aufzug in Husum. Und wie Sie mir gerade sagten, Sie erkannten mich wohl, aber umso schöner, Sie jetzt wirklich hier live zu sehen. Wir haben beide Sommerurlaub an der Ostsee gemacht. Das ist schon das erste Geschenk, was ich hier erlebe. Das zweite Geschenk natürlich an dich, lieber Volker. Eine solche Einladung in eine Universität, in der ich mich in der Regel überhaupt nicht mehr aufzuhalten pflege, bürdet mir eine gewaltige Verantwortung auf. Und das ist natürlich heute mehr Last. Nein, es ist große Freude. Aber, um es gleich dazu zu sagen, du hast mich eingeladen, mitten in den sogenannten Augstein festspielen, wenn ich das ein wenig so sagen darf. Augstein, wie Sie alle wissen, gerade 100 Jahre geworden
Und da habe ich mir natürlich Folgendes gedacht. Die Planung des Vortrags war vor langer, langer Zeit. Du hast vor sicherlich einem halben Jahr angefragt. Und da habe ich dem Vortrag diesen eher politischen Text gegeben. Seitdem ist auch wieder ungemein viel passiert. Und da ich mich als vor allem politischen und kommentierenden Journalisten begreife, will ich, wie es immer meine Art ist, Sie ein wenig anteilnehmen lassen oder teilhaben lassen an dem, was ich mir in dieser Zeit habe durch den Kopf gehen lassen. Und ich versuche, das Thema jetzt eigentlich noch im wesentlichen Maße grundsätzlicher zu fassen. Ich will ein Stück weit erklären vor dem Hintergrund dessen, was wir politisch gewärtigen, medial, aber auch politisch, mit all dem, was uns gerade, ob vom Verfassungsgericht, aber auch den jüngsten Wahlen beschert worden ist. Meine Kernthese ist die, wir leben in einem gewaltigen medialpolitischen Umbruch, der so etwas bedeutet wie das Ende einer liberalen Deutungshoheit. Und das veranlasst mich, die Frage aufzuwerfen, ein bisschen unter den großen Begriffen, auch mit Augstein-Bezug. Ich will es gleich auch noch personalisieren, weil so schön der Name Ingelheim gefallen ist. Auch mit Augstein-Bezug, welche Rolle spielten eigentlich grundsätzlich die Medien in dieser Bundesrepublik? Was war konkret auch die Rolle des Spiegels, der ja nun, wie wir alle wissen, in den letzten Wochen wieder hier, auch im Hause und bei vielen ehrwürdigen Veranstaltungen sehr als das alte Sturmgeschütz der Demokratie lobpriesen wurde, Spiegelaffäre rauf und runter, natürlich mit all dem, was es an Bedeutung für die Bundesrepublik hatte. Aber mich interessiert zentral die Frage, ich glaube, sie ist für uns ziemlich entscheidend. Wie ist das Wechselverhältnis von Politik, Medien und Gesellschaft? Also mit einem Dualismus von zwei großen Denkern gesprochen. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, der hier in der Ankündigung ja annotiert war, der natürlich immer in meinem Kopf war, als ich sagte, wir haben eine völlig andere Medienlandschaft. Wir haben einen Strukturwandel, der von einer noch klassischen einem Holzjournalismus, Holzmedien, wie meine Blätter ja, wie Sie alle wissen, vielleicht wer sie kennt, jedenfalls 128 Seiten, Monat für Monat, als Bleiwüste. Als Bleiwüste steht danach im Regal hoffentlich und wird von vielen noch über Jahre aufgehoben, aber letztlich ein Blatt, was nach wie vor auf Holz gedruckt wird, wie all die Organe, die die alte Bundesrepublik geprägt haben. Wir befinden uns in einem technischen Strukturwandel, der ohne Beispiel ist. Zu neuen Medien, zu dem, was wir nachher, ich gehe dann am Ende vor allem noch drauf ein, was wir als eine völlige Revolution im Verhältnis von Sendern und Empfängern erleben. Das ist der technische Strukturwandel der Öffentlichkeit. Ich glaube aber, dass wir auch, und das ist das, was mich interessiert, mit diesem Habermas-Idiom des Strukturwandels der Öffentlichkeit, auch einen politischen Strukturwandel der Öffentlichkeit erleben. Ein Strukturwandel, der eben tatsächlich von einer lange Zeit linksliberal geprägten Medienöffentlichkeit zu einer massiv rechts, ich würde gar nicht liberal, aber doch sehr rechtskonservativ gelinde gesagt geprägten Öffentlichkeit tendiert. Das ist die erste Figur, die mir im Raum steht. Und der Antipode zu Habermas, der große Historiker Koselleck, mit seinem fast schon Gegenbuch Kritik und Krise, nämlich die Frage, was war eigentlich am Anfang? Das soll mich ein Stück weit auch in diesem Vortrag begleiten. Die Frage, war am Anfang die Kritik der Medien, so ja die These von Koselleck, die These nämlich, dass letztlich auch Medien, die, was er damals als ein Stück weit Karl-Schmidt-Adept, als hochkritisch sah, dass Medien mit einem utopischen Gehalt letztlich einen Staat Sturmreif schossen, der letztlich seine Autorität verlor. Dieses andere Bild werde ich versuchen, ein Stück weit in diesem Vortrag mitzudenken und am Schluss Ihnen eine vielleicht ganz ironische Wolte liefern. Sie merken, ich habe da extra auch mich nochmal mit den einschlägigen, jetzt kommt meine Uhr endlich auch weg, die stelle ich mir mal gerne hin, damit ich sie hier nicht über Gebühr beanspruche. Ich habe mich extra nochmal mit der einschlägigen Augstein-Biografien Kultur getragen. Ich empfehle übrigens jedem, die einzige, die ich finde, die wirklich tragend ist, weil sie übrigens nicht von Augstein-Freunden geschrieben ist, die meisten. Ach so, ja, Entschuldigung, das Pult. Ich muss ins Pult sprechen, damit, ich glaube Sie, genau, damit Sie verstehen. Merseburger, grandios, genau wie die Brandt-Biografie, ist die Augstein-Biografie deswegen so beeindruckend, weil er den Abstand hat, auch lange nach seinem Tode, ihn ins Visier nimmt und weit davon entfernt ist, und so will ich auch anfangen, weit davon entfernt ist, hagiografisch zu argumentieren, sondern sagt, mit Augstein selbst gesprochen, von Augstein gibt es den Begriff, von Walser, glaube ich, sogar mal geprägt. Er war ein Verehrungsverweigerer. Peter Merseburg geht so weit und sagt, er war ein Verehrungsverweigerungsgenie. Und da steckt tatsächlich, glaube ich, sehr viel Wahres drin, weil dieser ungemein freche, damals ja 23 Jahre alte Augstein, der damals begann, seinen journalistischen Lauf zu haben, von Anfang an durch eines geprägt war, keine Achtung, keine Furcht vor Thronen und Altaren. Dieser Widerspruchsgeist war von Anfang an gelegt und das machte diesen Spiegel dann so wichtig
Und ich frage jetzt an diesem Punkt zunächst mal Sie, denn ich will mit ein paar Legenden aufräumen, die vielleicht manchmal auch ein bisschen dann doch in zu großer Verehrung existieren. Gleich mal vielleicht, ich nehme an, das sind Studierende in der ersten Reihe, von wem stammt das Wort sagen, was ist? Von Rudolf Augstein, sagt die Dame hier. Das könnte man ja meinen. Das könnte man ja meinen. Das ist die erste Legende, dass dieses Wort von Augstein stammen würde. Das hängt zwar groß, würde ich sagen großspurig, es ist ja von ihm dann über den Spiegel gesetzt worden. Es hängt groß im Atrium des neuen Spiegelgebäudes, ist aber nicht von ihm. Denn es ist originärerweise vor exakt 160 Jahren gesprochen worden, in fast der gleichen Form, von Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, dem Gründer der Sozialdemokratie. Ich zitiere das Zitat. Ferdinand Lassalle im Jahre 63 in seinem Text Was nun? Vortrag über Verfassungswesen. Zweiter Vortrag gehalten am 17. November 1862. Alle große politische Aktion, Aktion übrigens damals noch mit C geschrieben, besteht in dem Aussprechen dessen, was ist. Und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Nun gut, jetzt könnten die klugen Studierenden, Studentinnen hier sagen, das ist ja nicht genau der Wortlaut, haben Sie völlig recht. Jetzt geht es genau, Sie nicken zu Recht, also könnte Augstein noch mit Fug und Recht das Copyright für sich reklamieren. Es geht aber weiter. Rosa Luxemburg, 40 Jahre später, 1906, im Warschauer Verlag Rote Fahne. Wie Lassalle sagte, ist und bleibt die revolutionärste Tat immer das laut zu sagen, was ist. Man wird also sagen müssen, zunächst einmal, das Copyright geht erstmalig an Rosa Luxemburg. Und der Dritte, der es sagte, oder fast genauso aufnahm, ist der Große, auch hier im Hause ja, durchaus in der Nähe von Augstein zu nennen, Willy Brandt, in seiner Rede zum Erhalt des Nobelpreises 1971 in Oslo. Leicht variiert, ich gebe es zu, aber in der genau gleichen Überlegung, erkenne die Lage, wie sie ist, um die Lage zu verbessern. Das Ironische dabei ist, Sie alle werden merken, das ist alles nicht weit entfernt von der Feuerbachschen These von Karl Marx. Die Philosophen haben die Welt nur unterschiedlich interpretiert, es gilt aber, sie zu verändern. Das heißt, und das ist die zweite Legende, mit der ich aufräumen möchte an dieser Stelle, die eigentliche Stärke des Spiegels und natürlich von Augstein ist natürlich nicht im bloßen Sagen, was ist, gelegen. Das war natürlich als enthüllungsinvestigativer Journalismus enorm wichtig. Aber er war natürlich im Wesentlichen ein meinungsmachendes Magazin. Der Spiegel hat, und dafür steht Augstein höchstpersönlich, von Anfang an eine klare Haltung gehabt. Übrigens, ich komme gleich zu der dritten Legende oder der zweiten großen Legende. Eine klare Haltung gehabt, die immer bedeutete, ich will nicht nur sagen, was ist, ich will immer auch sagen, wie es sein sollte. Also ich stelle mir eine bestimmte Republik vor. Vor allem, so Augstein, immer gegen jene, die damals, er hat das deutlich benannt, mit Adenauer und Strauß eine ganz andere Republik im Schilde führten als Augstein damals selber. Das ist also schon die erste Legende, mit der man aufräumen muss und glaube auch zu Recht, weil man das Sagen, was ist, und ich nehme es als Lob, das Sagen, was ist nur das eine. Das Entscheidende war natürlich, weil hier oftmals, glaube ich, hörte von dir, Volker, auch der Begriff des Haltungsjournalismus so kritisiert wurde. Heute gilt das natürlich also fast schon als eine Verunglimpfung, wenn man von Haltungsjournalismus spricht. Es steckte natürlich immer eine unbedingte Haltung dahinter, keine autoritären Strukturen anzuerkennen und ganz klar gegen die zu sein, die die Demokratie im Munde zwar führten, aber nichts Gutes mit ihrem Schilde führten. Und wenn ich hier nur an eine kleine Pointe erinnern darf, die neuen Bücher und Enthüllungen von Klaus-Dieter Henke, die Überlegungen zu dem, wie Adenauer mit dem BND die SPD regelrecht ausspionierte und über alles informiert sein wollte, von Globke und anderen gar nicht zu reden. Diese belegen natürlich noch umso mehr, dass letztlich Augstein immer ein genaues Sensorium dafür hatte, dass dort am Anfang dieser Republik es keineswegs mit gloriosen Demokraten zu tun hatten. Das heißt aber in keinster Weise, auch das sei gesagt, dass die historische Leistung von Adenauer nicht immens war. Auch wenn Augstein sie immer ganz anders gesehen hat. Augstein, sehr viel nationaler grundiert, war absolut gegen die Westorientierung, aber er war eben jemand, der da vor allem Adenauer und, wie Sie alle wissen, Franz Josef Strauß auf die Finger schaute.
Das zum ersten Punkt, zur ersten Legende. Also, sagen, was ist, ist meines Erachtens zu wenig, um die Bedeutung des Spiegels in Rechnung zu stellen und damit auch, und das sei gesagt, das, was ich komme drauf, die linksliberale Öffentlichkeit von Anfang an in dieser Republik geprägt hat. Nämlich eine sehr klare Haltung in Richtung eines, ja, ich nenne es antiautoritären Umgangs, einer Liberalisierung der Republik. Vielleicht könnte man schon das mit Habermas großem Wort der Fundamentalliberalisierung der Republik in Verbindung bringen, die er dann vor allem mit 68 in Verbindung bringt. Habermas nennt 68 bekanntlich die Fundamentalliberalisierung der Republik. Das zweite, die zweite große Legende, interessanterweise kommt dieses Wort übrigens, das müssen Sie mal bemerken oder darauf achten. Ich frage mal nach dem zweiten Wort. Weiß jemand überhaupt, wer das, was das zweite vermeintliche große Augsteinwort ist, was man früher in aller Munde führt? Einen zweiten Satz, den hört man nämlich kaum mehr. Bemerkenswert. Der Satz heißt, im Zweifel links. Dafür war der Spiegel früher einmal sehr, sehr stolz und hat das mächtig wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Man hört das mittlerweile nicht mehr so oft. Das will ich dem Spiegel gar nicht so ankreiden, denn es ist nämlich so, Augstein war keineswegs von Anfang an originär links. Es war übrigens auch der Spiegel nicht originär links. Das übrigens hat das sehr gute Spiegelheft, um es hier deutlich zu machen, in absoluter Aufarbeitung, sehr klug, also beeindruckend, was der Spiegel nochmal auch wirklich sehr ehrlich an eigener Aufarbeitung der Geschichte geleistet hat. Und es ist vieles bekannt, aber nochmal sehr klar, Augstein hat am Anfang keinerlei Probleme gehabt, bekanntlich, seinen Spiegel von den Leuten machen zu lassen, die von Journalismus Ahnung hatten. Ganz übrigens ähnlich wie Adenauer, der sagte, wenn man nur dreckiges Wasser hat, dann darf man es nicht wegschütten. Und diese Leute, die damals übrigens den Geschmack der Bevölkerung bedienten, sehr, sehr als Zeitgeistphänomen und keineswegs lang, mit langen Strecken über Nazi-Verbrechen zum Teil, aber weniger die Verbrechen, vor allem auch über die Strecken aus Stalingrad, großen Stücken über die Frage, wo hat man gekämpft, das waren alles zum Teil alte Leute des SDs, also des Sicherheitsdienstes der SS. Das heißt, es waren viele, viele echte Nationalsozialisten in den Reihen des Spiegels, die übrigens noch lange, bis in die 60er Jahre, wichtige Funktionen hatte. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich deshalb, weil es keineswegs so war, dass hier von Anfang an zwar eine Haltung vorhanden war, ohne Frage, eine Haltung, ich sagte es, ohne Respekt, und das hat den jungen Augstein ungemein ausgemacht, mit 23 Jahren so frech wie kein anderer, deswegen hat er übrigens dieses Magazin von den drei britischen Offizieren, die dafür zuständig waren, dann auch in die Hand bekommen. Er wurde ja nicht deshalb zum Herausgeber gemacht, weil er ein Duckmäuser war, sondern weil er so frech war und rotzfrech wie kein anderer und obendrein hochgebildet. Also er brachte Dinge mit, die den jungen, auch jungen Offizieren Respekt einlösten. Aber es war keineswegs so, dass er von Anfang an dieser Linke gewesen wäre. Also im Zweifel links kann sich dieses Magazin erst ab einem gewissen Punkt aufs Revers schreiben. Und das ist das, was ich als das Zusammenspiel von Zeitgeist und Medien begreifen will und beschreiben will. Erst Anfang der 60er Jahre, im Zuge einer Politisierung der Republik, die keineswegs im Spiegel zuerst angefangen hat, aber die mit der Wiederbewaffnungsfrage losging, wo die Gesellschaft sich in einer Weise auf die Barrikaden begab und Protest machte, bekam dieser Spiegel, übrigens nicht alleine, sondern mit der Troika, wenn man es so sagen darf, der Hamburger Troika, Spiegel, Stern und Zeit. Er bekam einen linksliberalen Wind ganz anderer Art in die Segel. Und der größte Glücksfall, Augstein hätte das nie bezweifelt, sondern genauso gesehen, war natürlich letztlich die Spiegelaffäre. Dass Augstein 100 Tage im Knast verbringen musste und die Bevölkerung auf die Barrikaden ging, jedenfalls große Teile der jungen Generation, der Intellektuellen dieser Generation, Spiegeltod, Freiheittod, diese dann folgende auch Legendenbildung fast, die Monstranz, die dann Augstein vor sich hertragen konnte, aber tatsächlich historisch grundiert, weil es ein Startsignal war für eine Pressefreiheit, die es in dieser Weise davor nicht im Mentalitätshaushalt der Bevölkerung gab. Dieses machte ihn dann tatsächlich für eine lange Zeit zu dem besagten Sturmgeschütz der Demokratie. Und in diese Rolle, halb gewollt, weil man es als Haltung verinnerlicht hatte, aber auch getrieben durch einen neuen Zeitgeist, nämlich immer auch in dem Wissen darum, dass es natürlich auch darum ging, mit den Medien Geschäfte zu machen, also letztlich sein Geld zu verdienen. Der Spiegel war ja kein Geschenk, das man den Leuten in den Briefkasten schmiss. Er musste sich erwirtschaften, er musste sein Geld verdienen. Mit diesem neuen Zeitgeist ging auch Rudolf Augstein. Es gingen eben auch die anderen. Es ging der Stern damit, mit Henry Nannen von einer Figur geprägt, die noch weit, Augstein war nicht, oder ganz geringfügig kontaminiert, er hat Kleinigkeiten mal geschrieben zu NS-Zeiten, das war aber nicht der Rede wert, irgendwelche Feuilletons, die eigentlich lächerlich waren, keine wirklichen, aber Henry Nannen hatte eine andere Geschichte, die weit kompromittierter war, aber auch er
und der dritte Bucerius, die drei standen dann plötzlich für das neue liberale, ja sehr bald auch sozialliberale Engagement in dieser Republik. Und diese Meinungsführerschaft auf der linksliberalen Seite war in einer knallharten Auseinandersetzung mit einem konservativen Denken im Springer Verlag zu Hause, in der Welt, in der Bild, bei Löwenthal, beispielsweise auch im Fernsehen, ZDF. Aber in dieser Hinsicht gab es eine klare Auseinandersetzung zwischen einem ambitionierten linksliberalen Weg, der dann maßgeblich mit dazu beitrug, dass dann, wie wir alle wissen, nach 20 Jahren, das darf man nie vergessen, erst nach 20 Jahren das stattfand, was Arnulf Baring den Machtwechsel nannte, die erste neue Wahl eines neuen Bundeskanzlers, eines echten Wechsels an der Spitze dieses Landes, was überhaupt so etwas beglaubigte, wie die, mal hart gesprochen, Demokratiefähigkeit, die Fähigkeit, einen wirklichen Wechsel herzustellen. Also von einer hochautoritären Adenauer-Republik, die ja mit allen Bandagen auch kämpfte, wenn wir uns daran erinnern, die infamen Worte von Adenauer gegen Herrn Frahm, das war ja der Geburtsname von Willy Brandt, mit dem er ihn quasi auch als uneheliches Kind denunzierte und dergleichen. Diese harte Auseinandersetzung wurde mit der Wahl von Willy Brandt dann ein Stück weit in eine demokratisierte, liberalisierte Form gedrängt. Das war gewissermaßen die Hochzeit einer klaren Auseinandersetzung und des Spiegels. Deswegen kommt dieses Zitat, im Zweifel sind wir links, nicht ohne Grund aus den 70er Jahren, 71 glaube ich. Aber man darf auch da nicht vergessen, Augstein war damals ein Mann der FDP, die war natürlich ein Stück weit der liberale Ausleger, eine völlig andere FDP als die heutige, sei gesagt. Darauf komme ich noch. Eine FDP der Freiburger Thesen mit einem absolut sozialliberalen Antlitz, mit einem Antlitz übrigens auch, das ungeheuerlich grün war. Ein Ralf Dahrendorf, der Bücher schrieb, in der er die Dominanz des Kapitalismus kritisierte und sagte, die Zeit übrigens 73 dann der ersten Ölkrise. Wir müssen ein völlig anderes Verständnis von Freiheit haben. Ein Verständnis, was so derartig den der Grünen heute ähnelt, dass die FDP, wenn sie sich noch einmal auf Dahrendorf berufen sollte, eigentlich einem nicht gegrabenen Grabe umdrehen sollte. Also es hat eigentlich mit dem Dahrendorf und der FDP dieser Thesen nichts mehr zu tun. Das war die Heimat ein Stück weit von Augstein, in der er aber, wie Sie alle wissen, fundamental scheiterte. Sein kleiner Ausflug in die Politik kam ganz schnell zum Ende. Soweit zur Hochzeit dieser von dem Spiegel maßgeblich geprägten Zeit, in der tatsächlich so etwas war wie eine, ja, ich nenne es fast Symbiose zwischen einem aufgeklärten Magazin und einer aufgeklärter, immer aufgeklärter werdenden liberalen Öffentlichkeit und Gesellschaft. Und dann kam die große Durststrecke. Die große Durststrecke, an der dieser Spiegel ja fast verzweifelte. Nämlich der eigentlich nicht für möglich gehaltene Unfall, dass dieser tumbe Mann aus meinem Heimatland, aus Rheinland-Pfalz, Sie alle wissen, wen ich meine, dass Birne, dass dieser Dicke plötzlich Kanzler wurde. Eine unfassbare Kränkung für die Intellektualität dieses Landes. Ich finde, eine kleine Anekdote muss ich einspeisen, weil Sie so schön auf meinen Heimat Ingelheim verwiesen haben. Es ist ironisch, denn vielleicht weiß der ein oder andere, warum Rudolf Augstein nicht fast ein Nachbar meiner Heimatstadt Ingelheim wurde, warum er nicht in Bingen geblieben ist, denn seine Familie kommt aus Bingen. Sein größerer, älterer Bruder, Josef Augstein, später der Anwalt, wichtiger Mann für den Verlag, der sämtliche Prozesse führte, wesentlich älter, 10, 15 Jahre, ist noch in Bingen geboren. Das ist ungefähr 10 Kilometer von Ingelheim entfernt. Warum ist der Vater von Rudolf Augstein weggezogen, nach Hannover dann? Aus dem einen Grund, er hatte dort, diese Familie hatte dort, glaube ich, einen großen Weinhandel, eine Winzerei oder dergleichen. Also, und weil er seine Frau, die kluge Frau von Rudolf, also die Mutter von Rudolf Augstein, wohl die Sorge hatte, dass er in dem Zuge dieses Weingeschäfts zu sehr diesem gefährlichen Gewerbe anheimfallen könnte, hat sie kurzerhand gesagt, wir müssen Lebenssitz und dergleichen verlagern. Und so kam dann, und das ist sehr interessant, dann kam dieser Katholik, denn diese Gegend war zum Teil katholisch, kam dann plötzlich ins protestantische Hannover. Und das hat eine große Geschichte, eine große Rolle gespielt in der Biografie von Augstein. Das aber nur am Rande, insofern bin ich auch ein bisschen biografisch quasi in der Nähe des Augstein-Dunstes aufgewachsen. Interessant übrigens, der zweite große Binger ist Stefan George, also da kommt dann vieles zusammen in der Nachbarschaft von dem kleinen, unbedeutenden Ingelheim. Aber das nur am Rande, das passt vielleicht auch zu Augstein, aber weil er ja später sich auch mit manchen laienphilosophischen Gedanken getragen, aber trotz alledem mit immer wieder enormem Impuls. Und das sei wirklich nicht als Schmälerung, der Mann muss natürlich als Figur ungemein beeindruckend gewesen sein. Wir haben ihn ja später, ich bin Jahrgang 67, manchmal später nur im Endstadium erlebt, die das eher tragisch war, aber darauf will ich gar nicht zu reden kommen. Aber was ist dann passiert? Diese große liberale, und das sei gesagt, linksliberale Deutungshoheit, mit einem neuen Wort mal zu sprechen, der rot-grün versifften Republik,
Also, die Links von Herrn Meuthen, Sie alle kennen das. Damals noch nicht rot-grün, denn die Grünen waren gerade erst im Begriff zu entstehen. Aber diese linksliberale Deutungshoheit, die setzte sich fort. Auch wenn Herr Kohl regierte, erinnern Sie sich, mit welcher Aversion, mit welcher Herablassung man auf diesen Mann herabschaut. Und es war natürlich eine einzige Kränkung, dass der Dicke dieses Land regierte. Das doch eigentlich für die ungeheuer Gescheiten vom Schlage Augstein, vom Schlage Nannen und Co. doch eigentlich wie gemacht war. Eine Schande, dieser Mann. Und eigentlich war es ja so, dass auch im Jahre, die Wahlen waren 83, 87 völlig erstaunlich, ich glaube, es war Johannes Rau, der damals ja kandidierte, dann doch noch kläglich gegen Helmut Kohl verlor. Aber eigentlich war alles angerichtet, dass dann wenigstens 91 mit dem gloriosen Oskar Lafontaine endlich wieder der dann ja 68er-Aufbruch an die Macht kommen würde. Wenn verfluchterweise nicht die Mauer gefallen wäre. Die Mauer gefallen wäre und all die großen Blütenträume der 68er in Staub zerfielen. Oskar Lafontaine, händeringend sagte, bloß nicht die Ossis mitnehmen, lasst uns bloß zwei Nationen haben. Und nur Helmut Kohl den besagten Mantel der Geschichte ergriff und sehr hart und schnurstracks die Einheit herstellte. Also, dieser Glücksfall der Geschichte für Helmut Kohl und, jetzt kommt die Ironie, auch für den nationalen Patrioten Rudolf Augstein. Dieser Glücksfall führte zur deutschen Einheit und hat weitere 89 Mauerfall, 98 die Wahl, 9 Jahre diese liberale Deutungshoheit nur in den Medien, in den kommentierenden Medien am Start sein lassen. Augstein hingegen, und das zeigt seine Vielschichtigkeit, war, und das ist die erste große Wolte, begeistert. Alle erinnern sich an den großen Artikel, der ja bekannt ist von Augstein, Glückwunsch Kanzler. Ein Riesenakt, dass dieser Augstein, der wie wenige andere verächtlich auf Kohl schaute, sagte, das hast du gut gemacht. Es war dieser Mann, dieser Dicke, der ob seiner Fähigkeiten, Kontakte, wir alle wissen noch, die Politik in der Strickjacke, wenn Sie sich erinnern, damals im Kaukasus mit Gorbatschow und so weiter. Dieser Mann, der in der Lage war, die persönlichen Kontakte herzustellen zu Bush, zu Gorbatschow, war in der Lage, diese Persönlichkeit auch dann zum Zwecke der Einheit umzusetzen. Und Augstein dankte es ihm. Und trotzdem, und jetzt kommt die Ironie, gab es natürlich kaum ein Organ dieser drei, Spiegel, Stern, Zeit, die nicht mit einer Inbrunst so darauf gedrängt hätte, dass jetzt endlich diese politische Generation der 68er, eigentlich die Zöglinge der Augsteins, der Nanz, der Bucerius, diejenigen, die quasi durch den Spiegel sozialisiert waren, dass nicht endlich diese drei, dass diese Kohorte doch noch an die Macht kommt. Und 98 war es dann endlich soweit. 98, ich erinnere mich noch damals, Rezzo Schlauch, damals kein, ja, nicht so bedeutend, aber immerhin einer der engsten Zuarbeiter von Joschka Fischer, der jubilierte. Es wäre doch ein Jammer, wenn diese so politisierte Generation nicht doch noch an die Macht gekommen wäre. Das war gewissermaßen die Beglaubigung dieser sozialliberalen Deutungshoheit oder nennen wir es eben rot-grünen Deutungshoheit, die mittlerweile eben durch die Grünen in einer ganz anderen Weise universalistisch, utopisch, mit Günter Hoffmann damals, mit der Idee einer neuen Bürgerlichkeit, einer Idee von visionärer Vorstellung, eine Geschichte zu machen hoffte, die plötzlich Abschied nimmt von den doch ziemlich reaktionär tumpen Kohltagen. So die Einschätzung der konträren Opposition der Seite. Diese Deutungshoheit war also damals noch ausgesprochen intakt. Der große Einschnitt, und das würde ich mit den 2000er Jahren beschreiben, war aber einer, der nicht unmaßgeblich mit vom Spiegel medial betrieben wurde. Denn der Spiegel war im Gefolge der Schröder-Ära, die ja auch durch das Duo Lafontaine, Sie alle erinnern sich, Innovation, Gerhard Schröder, Gerechtigkeit, Oskar Lafontaine, in zweierlei Hinsicht an die Macht gebracht wurde. Es ging sehr schnell los, dass dieses Bild des innovativen Duos konterkariert wurde von einer Niedergangsrhetorik in allen Medien. Wenn Sie sich erinnern, damals um die Jahrtausendwende, Christiansen in allen Sendungen, überall das Niederschreiben, diese Republik ist am Scheideweg. Und interessanterweise, und das macht es so spannend, lösten sich damals zum ersten Mal die großen Bezüge eines vermeintlich absolut linken Spiegels fundamental auf. Es waren interessanterweise Herr Aust, der den Spiegel dann schon übernommen hatte, wie auch Gabor Steingart, das waren die damaligen Statthalter im Umzug von Bonn nach Berlin, die damals mit die Speerspitze eines Niederschreibens dieser Republik waren. Mit großer, von den einschlägigen Leuten gebrieft, Bodo Rombach, der gewissermaßen hinter den Kulissen die Drähte zog, gebrieft, dass letztlich diese linke Politik,
eines Lafontaines, übrigens auch von weiten Teilen der Grünen, die eigentlich eher zu Lafontaines hielten, dass das des Teufels wäre. Und dass man letztlich fundamental auf eine neue ökonomische Liberalisierung des Landes setzen musste. Weit entfernt noch irgendwie mit grünem Gedanken gut schwanger zu gehen. Das führte dann damals maßgeblich zu der Agenda 2010, zu den Hartz-IV-Gesetzen, die interessanterweise ein Mann, der auch nicht, in hiesigen Kreisen ja sehr bekannt, aber auch nicht unbedingt linksverdächtig ist, nämlich Per Steinbrück, 10, 15 Jahre danach, als ziemliche Verirrung der SPD geißelte, weil er feststellen musste, dass darüber die SPD einen erheblichen Teil der Bevölkerung verloren hatte. Aber damals war der Spiegel durchaus so etwas wie eine dann Speerspitze, ich will es nicht neoliberal nennen, aber eine Speerspitze einer wirtschaftsliberalen Veränderung dieser Republik. Und wenn Sie sich einmal überlegen, und das macht es so interessant, denn damals beginnt dann die Auflösung der klaren Lagerkonfiguration, wo die Herren Aust und Steingart mittlerweile gelandet sind, dann zeigt sich, dass ein Diffundieren von linksliberal nach ziemlich rechtskonservativ stattgefunden hat. Gabor Steingart mit seiner Pioniergeschichte, also dem Boot, was auf der Spree ankert oder fährt, ganz nah dem Springer Verlag, der erhebliche Anteile an ihm hat, verbunden. Und auf der anderen Seite Herr Aust, Stefan Aust, der eine, muss man auch sagen, von Rudolf Augstein nicht nur deswegen gewählt wurde, weil er nur besonders links gewesen wäre, das behauptet er von sich, war er nie, aber gewählt wurde, weil er einen ausgesprochenen Riecher, wie kein anderer wohl, für Zeitgeistthemen hatte, weil er genau wusste, wo weht die Musik und wo sattel ich auf. Dieser Stefan Aust ist mittlerweile Herausgeber von Springers, ich weiß gar nicht, in welcher Konfiguration, was er genau bei Springer ist, aber jedenfalls lange Zeit Macher und in einer wichtigen Funktion bei Springer, ob Herausgeber der Welt oder irgendwie übergeleitet. Also eine wichtige Funktion im Springer Verlag. Das heißt, diese klassischen Lager haben sich in dieser Idee von Medienöffentlichkeit massiv aufgelöst. Und das hat sich in den nächsten Jahren, nach 2000, in hohem Maße fortgesetzt. Der Zug in eine nicht mehr von linksliberaler Deutungsmacht, wie es quasi die AfD und Herr Meuthen mit der angeblich rot-grün versifften Republik permanent unterstellt, der Zug in eine andere Republik, medial auch sehr stark getrieben, hat dann weitere Konjunkturen erlebt. 2003, 4 Hartz IV. Noch einmal, beziehungsweise dann 2005 die Wahl von Angela Merkel, die natürlich interessanterweise, heute wird es so gedeutet und auch nicht ganz zu Unrecht, eigentlich vielleicht schon in sich selber so etwas wie eigentlich die Vorwegnahme einer fast schon schwarz-grünen Republik oder Koalition gewesen wäre. Obwohl sie nie mit den Grünen koalierte. Das ist ja das Erstaunliche. Die Koalition ist ausgefallen. Rot-Schwarz-Grün, und ich komme gleich noch, wird es wahrscheinlich, so spricht jedenfalls vieles dafür, auf absehbare Zeit gar nicht mehr geben können, weil beide Parteien selbst zusammengenommen zu schwach sind. Aber trotzdem erschien einem Angela Merkel lange Zeit wie so etwas, wie doch eigentlich die Verbindung in ihrer Liberalität von Schwarzen und Grünen. Auch wenn die Grünen nie an der Macht bei ihr beteiligt waren. Aber es war eine Liberalisierung. Aber untergründig fand in der Politisierung der Republik ein ganz anderer Weg statt. 2010 erscheint Sarrazins Deutschland schafft sich ab. Ein Buch, was in erstaunlicher Weise den sogenannten Wutbürger, interessanterweise eine tolle Begrifflichkeit von Kobiuweit, dem neuen Spiegel-Chefredakteur, geprägt damals im Jahre 2010, ausgelöst interessanterweise, wenn wir uns erinnern, das war damals ausgelöst durch die Stuttgarter Proteste gegen Stuttgart 21, gegen den Bahnhof in Stuttgart. Aber eine Figur, die damals schon deutlich machte, hier stehen Figuren auf, die nicht mehr irgendwie primär liberal geprägt sind, sondern die ihre Wut nach rechts kanalisieren. Die eine massive, populistisch geprägte, anti-etatistische, anti-staatliche Haltung mitbringen. Die auch keine Demokratisierung primär im Schilde führen, sondern vor allem nicht zuletzt ihre eigene narzisstische Wut auf die Straße bringen. 2010, Sarrazin, ich mache es in großen Sprüngen. 2015, mit der großen Flucht, eine ganz neue Form der Empörung auf der Straße. Und die da, Herr Mehrkamp, Sie haben es netterweise schon benannt, die dann noch darauf aufsatteln konnte, dass bereits 2013 die AfD gegründet war. 2012, 13 genau zum gleichen Zeitpunkt die gewaltigen Pegida-Märsche sich in Bewegung gesetzt haben. Alle auch, wenn Sie sich erinnern, Patrioten, man hat es ja manchmal, vergisst es ja manchmal, Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Also ein Irrsinnsbegriff, ja. Aber damals schon die Ideen des großen des Austauschs einer biodeutschen, in Anführungszeichen, Bevölkerung gegen andere Bevölkerung aus weiten Teilen der Welt und so weiter. Das alles waren die Ideologeme, die dann bereits, und damals interessanterweise nicht mehr getrieben durch das, was wir die alten Holzmedien nennen, sondern längst getrieben durch eine, Sie haben es angerissen,
durch eine neue Form der vermeintlich sozialen Medien, die aber in einer Weise die Wut kanalisierten und zur Explosion brachten, wie es die Alten gar nicht in der Lage gewesen wären zu tun. Mit dem neuen Verhältnis von Sender und Empfänger, jeder ist in der Lage, Sender zu sein, jeder ist in der Lage, völlig ungefiltert das nach außen zu bringen, was davor eine gewisse Filterung durch Medien, durch Redaktionen erfahren hat. Das war eine Revolution, um natürlich die Wut unter die Leute zu bringen. Mit all dem, was wir heute wissen, sich herausbilden in Echokammern, also Blasen, in denen letztlich eigentlich nur die Bestätigung der eigenen Meinung stattfindet. Das beginnt parallel mit einem Abfall einer linksliberalen Politik und auch letztlich mit einem, so meine These, mit einem Rückzug einer gewissen linksliberalen gesellschaftlichen Strömung. Die Zunahme der Angst auch der reaktionären Position im Gefolge von 2010 mit der Flucht, aber schon 2010 mit Sarrazin, aber 2015 mit der Flucht, finden ihre Kanalisierung in einer Partei, in einer neuen starken Parteiformation. Wir wollen sie jagen, mit Gauland gesprochen, übrigens interessanterweise genau dasselbe, was Björn Höcke jetzt auf dem Parteitag der Nominierung seiner Person für die nächste Landtagswahl wiederholt hat und leider mit, Sie wissen alle davon, mit den Möglichkeiten, tatsächlich in einem Jahr stärkste Partei in Thüringen zu werden. Diese neue Intonation setzt natürlich darüber wieder andere Medien in Gang. Und es finden erstaunliche Wechselphänomene statt. Ich nenne eine Figur, die eine ziemlich wichtige, erstaunliche Wolte genommen hat. Herr Tichy, Roland Tichy, ein Mann, der früher einmal Anfang der 70er Jahre interessante Bücher geschrieben hat über Migration, durchaus keineswegs rechts von Hause aus, hat eine Radikalisierung genommen, die heute so weit gegangen ist, dass er soeben einen neuen Verein mit Herrn Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef, Sie alle wissen von seinem rechtsradikalen Schwenk, mittlerweile aus der CDU längst rausgeschmissen, ich weiß gar nicht, ob die AfD ihn noch haben will, aber gemeinsam mit Herrn Maaßen hat Herr Tichy soeben einen Karl-Eduard-Schnitzler-Preis in die Welt gesetzt, der den größten Lügenjournalismus auszeichnet. Es findet also eine ganz öffentliche Verbindung statt von Figuren, die sich letztlich aus dem normalen demokratischen Raum längst herausgeschrieben haben. Ein anderes Beispiel, du hast mich auch nochmal darauf hingewiesen, lieber Volker, ein anderes Beispiel, Reichelt, der ehemalige Spiegelchef. Und ich will nur daran erinnern, eine kleine Anekdote. Noch 2015, als damals die große Flucht einsetzte und nun wahrlich CDU, CSU nicht gerade ein Bild von Geschlossenheit abgaben, sondern sich letztlich in der Lage waren, fast bis zum Auseinanderfallen der Fraktionsgemeinschaft, also CSU gegen CDU auseinanderzudriften und regelrecht kaputt zu machen. Ein irrsinniger Vorgang, übrigens damals auch schon maßgeblich von Herrn Söder betrieben, der Seehofer immer mehr anstachelte, Seehofer angeschlagen und Söder in der Hoffnung, er könne ihn bald erledigen und übernehmen, angestachelte, immer mehr gegen Merkel Front zu machen, sodass diese eigentlich für die Republik so wichtige Fraktionsgemeinschaft fast auseinanderfiel. Damals war es ein einziger Glücksfall, dass die Bild-Zeitung nicht von Julian Reichelt verantwortet wurde. Denn damals war es ein Kai Diekmann, den wir damals auch nicht gerade als den seriösesten Journalisten angesehen haben, aber der eine große Leistung hatte. Er machte eine große Kampagne Refugees Welcome. Er hat nicht aufgesattelt auf eine damals schon sehr starke rechtsradikale Strömung und hat erkannt, dass es gilt, hier in dem Fall liberal zu bleiben, an der Seite Merkels und in einer ganz anderen Weise, als dann Julian Reichelt wenige Jahre später Politik machte. Und ich will an dieser Stelle nur einen kleinen Hinweis geben, Sie können das gerne nochmal nachlesen. Ich habe damals vor allem in die eine Richtung mir das sehr genau vorgenommen und auch überlegt, und nicht nur überlegt, sondern versucht zu analysieren, welchen Weg eigentlich diese Bild-Zeitung und dieser Springer Verlag in dem Augenblick gewillt war zu gehen. Das war noch vor der Corona-Zeit, es war auf der Hochzeit des Kampfes gegen die Klimakrise. Und es ist manchmal ganz interessant, auch die Schlachtordnung sich zu vergewärtigen. Der Springer Verlag seit geraumer Zeit maßgeblich getragen von KKR, einem riesigen Investmentfonds, der in ganz hohem Maße von der fossilistischen Industrie nicht abhängig ist, aber in fossilistische Unternehmen investiert. Also will damit sagen, die alten Energieformen und Wirtschaftsweisen in einer Weise protegiert wie kaum ein anderer Konzern. Dieser Konzern, der Springer-Konzern, hat in einer Weise Front gemacht gegen grünes Denken und gegen grüne Politik auf jeder Ebene. Das fing schon sehr früh an, ich weiß mich noch zu erinnern, als Herr Rahmstorf, das ist der Chef wichtiger Mann des Potsdamer Instituts, damals, und das waren auch andere, es war auch der Cicero, andere, die also sofort in ihm einen großen Ideologen sahen. Es waren also immer Bestrebungen und ganz maßgeblich des Springer Verlages, alles, was irgendwie grünes Denken in dieser Republik sein könnte, regelrecht niederzukartätschen.
Und das hat natürlich einen enormen Widerhall in den neuen Medien gefunden. Ich habe Tichy genannt, ich könnte viele, viele andere nennen. Reichelt sowieso, der nach seinem Ausstieg bei Springer in die gleiche Richtung ist. Einen ungeheuren Widerhall gefunden in dieser Politik. Und es hat, wenn wir einen größeren Schritt weitermachen, mit Beginn der Ampelregierung, die von Anfang an für mein Verständnis, ich habe es auch in meinen Texten im Blättern sehr früh geschrieben, die von Anfang an für mein Verständnis einen Kern des Zerwürfnisses in sich hatte, weil die FDP übrigens der maßgebliche Ansprechpartner der Bild-Zeitung und des Springer Verlages als die neoliberale Speerspitze, weil die FDP von Anfang an natürlich mit einem grünen Umbau nicht viel im Schilde führte. Und als dann spätestens am 24. Februar 2022 das billige Gas wegfiel, war die Vision einer fast kostenlosen Transformation völlig gestorben. Aber in dem Augenblick, als die Grünen mit einem nun wahrlich nicht sehr gelungenen Gebäude-Energiegesetz in Rohform, keiner weiß, wer dieses Gesetz damals rausgestochen hat, man kann es sich vorstellen, aber ich will es nicht vermuten, aber nachdem das passierte und die FDP, wie wir es erlebt haben, Front machte, verging kein Tag, kein einziger Tag, an dem die Bild-Zeitung nicht gegen Habecks Heizhammer Politik machte und zu Felde zog. Und ich finde es schon merkwürdig, Sie könnten, ich habe das heute nicht ausgedruckt, ich wollte es eigentlich fast mitbringen, ich habe mal eine Liste ausgedruckt, googeln Sie mal, Heizhammer, Sie müssen nur mal googeln, Bild und Heizhammer. Sie finden eine fast unendliche Liste von Heizhammer-Überschriften, mit denen die Bild-Zeitung regelrecht diese Koalition und diese grüne Partei sturmreif geschossen hat. Das soll übrigens nicht heißen, dass die Grünen da nicht ungeheure Fehler gemacht haben. Ich halte es für ein riesiges Versäumnis, dass sie nicht frühzeitig die sozialen Implikationen dieses Gesetzes mitgedacht haben. Habeck hat das ja auch eingestanden. Aber es gab keinerlei Ansinnen, irgendwie diesen Gedanken der sozialökologischen Transformation überhaupt nur entstehen zu lassen, sondern im Zusammenspiel, ganz konkret in dem Falle einer Opposition in der Regierung spielenden FDP und einer das begeisternd aufnehmenden Bild-Zeitung, wurde diese Haltung in der Bevölkerung regelrecht niederkartätscht. Und um es zuzuspitzen, diese Situation einer Koalition, die, was das Ökologische anbelangt, ich nehme sogar an, auch das Soziale, in weiten Teilen völlig am Ende ihres Lateins ist. Es ist ja ziemlich klar, schon übrigens vor dem GAU, auf den ich gleich noch komme, des Verfassungsgerichts, ist schon ziemlich klar ausgesprochen gewesen, dass unter ökologischen Vorzeichen Herr Lindner eigentlich fast nichts mehr willig ist zu betreiben. Und dass auch die Möglichkeiten, die Reputation eines Wirtschafts- und Klimaministers fast bei Null sind, um noch überhaupt große Schritte vorzunehmen. Daran zeigt sich, dass diese sozialökologische Mentalität, wenn es hart auf hart kommt und auch so hart gegen sie gespielt wird, eigentlich ganz, ganz schnell zerstoben ist. Das ist nur die eine Seite und die vielleicht wichtigste Facette dessen, was schon auf dem ökologischen Sektor verhindert wurde. Und wo ich übrigens auch, das sei an dieser Stelle gesagt, das macht es so spannend, auch auf anderer Seite, auf der linksliberalen Seite, nicht mehr allzu viel Gegengewichte sehe. Der Spiegel, muss man hier auch sagen und sehr deutlich, ist nicht mehr unbedingt das Gegengewicht, das sagt, die ökologische Revolution muss gemacht werden. Ich erinnere an ein Stück des Spiegels, das gar nicht mal unkritisch war, im positiven Sinne, an das Stück über die Klimakleberbewegung. Das ist keine 5, 6 Monate her. Das ist von einem klugen Spiegeljournalisten, Jonas Scheible, geschrieben worden, maßgeblich, der übrigens ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben hat, wo er deutlich sagt, die Zeit zerrinnt, ganz, ganz im Sinne von Fridays for Future. Aber der Titel, der auf dem Spiegel stand, lautete die neuen Staatsfeinde. Und gezeigt war eine junge Frau, die auf dem Beton klebte. Ich will hier nicht leugnen, dass ich mit den Aktionen der Klimakleber allergrößte Probleme habe, weil ich sie für kontraproduktiv halte, weil ich glaube, sie bringen eine Bevölkerung eher gegen diese Menschen und gegen das Klimaanliegen auf, als dass sie uns nützen. Aber wenn der Spiegel es schafft, diese als Staatsfeinde, als neue Staatsfeinde zu bezeichnen, auf dem Titel, dann zeigt das, dass man in diesem Augenblick absolut bereit war, die reißerische Überschrift, die verkaufstaugliche Überschrift, dem Inhalt, denn der war ganz anders im Artikel, vorzuziehen. Und damit will ich sagen, der Wind, der heute einer linksliberalen Strömung ins Gesicht weht, ist so massiv, dass ich der Meinung bin, wir haben es längst mit einem reaktionären Backlash in Medien, Gesellschaft und Politik zu tun. Und dass die ganz große Frage ist, wo werden eigentlich die innovativen Kräfte sein, die in der Lage sind, noch einmal so etwas herzustellen wie eine vermeintliche linksliberale Deutungsmehrheit und Hoheit, die es ja in der Tat eine Weile gegeben hat. Und diese Frage ist heute sehr im Raum. Und sie wird natürlich, um es ganz konkret zu fassen, mit dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichts absolut virulent. Dieses Urteil ist vielleicht noch einmal so etwas wie eine Chance der großen Auseinandersetzung, jedenfalls auch in den Medien. Denn die Frage müsste ja lauten, wie kommt man jetzt, da das oberste Gericht Deutschlands sagt, 60 Milliarden stehen nicht mehr zur Verfügung.
für die sozial-ökologische Transformation. Wie kommen wir jetzt in dieser Situation aus der Lage heraus, dass sich zwei fundamental unterschiedliche Positionen entgegenstehen? Auf der einen Seite, und das ist die Kernposition der FDP, aber auch eines erheblichen Teils der Medien, Springer, Tichy, Co. und viele andere, und übrigens immer interessanterweise grundiert von einer AfD-Strömung, die letztlich in den Medien, und das könnte man noch mal einen ganzen Abend analysieren, das machen aber vielleicht andere, die noch jünger, das wäre wahrscheinlich was für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die sich im Zweifel viel besser auskennen als ich in dem Bereich. Denn die AfD ist im Bereich von TikTok in einer Weise professionell und erreicht Menschen, wo sich die alten Parteien regelrecht die Finger lecken würden. Also will damit sagen, es ist längst eine Symbiose entstanden zwischen einer, und das ist der Kern, einer absolut gegenwartsorientierten, interessanterweise, von oftmals ziemlich alten Männern, Tichy, Aust und viele andere, die sich nicht unbedingt um die Zukunft künftiger Generationen kümmernden, phalanxgetriebenen Abwehrgründenkens, mit einer längst im Netz sehr erfolgreichen, übrigens auch sehr viele Junge ansprechen, interessanterweise, ist ja keineswegs so, dass eure Generation so alle nur grün wären, wie manchmal mal bei Fridays for Future geglaubt hätte. Bekanntlich sind es Grüne und FDP, die in der jungen Generation die besten Wahlergebnisse erzielen, und die AfD bald im Schlagschatten. Das heißt, es wäre noch mal genau zu gucken, wie diese Symbiose von neuen Medien und alten Medien in diesem Bereich stattfinden. Aber sie haben eine große Gemeinsamkeit. Sie haben das große Anliegen, und das ist leider eine unwahrscheinliche Stärke, die absoluten Gegenwartsinteressen, also die Interessen der gegenwärtig Lebenden. Freie Fahrt für freie Bürger, sage ich mal im platten Sinne. Kein Tempo 130. Die absolute Freiheit, Verwirklichung der Gegenwartsinteressen. Stark zu machen und damit natürlich auch eine Wahlbevölkerung zu bekommen, denn diese ist nicht unerheblich. Sie hat natürlich obendrein noch grundiert durch die jetzt aufgezogene Politik gegen Migration letztlich eine weitere aggressive Flanke, wobei ich übrigens nicht sage, und ich habe es in meinen Texten auch geschrieben, ich halte es für eine große Dummheit, dass SPD und CDU nicht viel früher gemeinsam dieses Thema wirklich angepackt haben und es so verrückterweise bis vor den Wahlen in Hessen und Bayern geschleift haben, um damit der AfD permanente Munition zu geben. Aber ich will damit sagen, es gibt diese absolute Gegenwartsorientierung, während es eine linksliberale Strömung ungemein schwer hat, Verzicht oder zumindest Einbußen an Gegenwartsfreiheit, an Gegenwartsverwirklichung für die Rechte und Freiheiten zukünftiger Generationen stark zu machen. Und diese beiden Positionen, und das ist so ironisch, kommen in gewisser Weise beispielhaft in den Urteilen des Verfassungsgerichts zum Ausdruck. Es gibt das eine Urteil, das wir gerade mit Erschrecken erlebt haben, oder jedenfalls viele von uns, die sich noch fragen, wo soll der Staat eigentlich hin investieren? Oder was kann er noch investieren? Das da lautet, es geht nichts über die finanzielle Nachhaltigkeit. Deswegen erleben wir den großen Jubel und wir erleben das neue Lager von CDU, das immer schon das alte war übrigens, von CDU und FDP, die CDU in einer Weise triumphierend, bei der man sich jedes Mal fragt, wie kurzsichtig kann man eigentlich sein, wenn diese Partei in 2 Jahren wird selber regieren müssen, wird sie sich fragen müssen, wo sie ihrerseits das Geld herbekommt, was sie jetzt mit Begeisterung der Ampelkoalition vorenthält. Aber eine Begeisterung, dass Nachhaltigkeit nur im Sinne des Verzichts auf Schulden gedacht wird, während es ein anderes Bundesverfassungsgerichtsurteil gibt, Sie alle kennen das, von vor 2 Jahren, 2021, in dem ganz klar gesagt wurde, das Freiheitsverständnis dieser Generation, der gegenwärtig Lebenden, muss mit Rücksicht auf die Freiheitsverständnisse der zukünftigen gedacht werden. Es muss also immer im Raum sein, die Frage, kann es nicht notwendige Investitionen geben, die gegenwärtig erforderlich sind, um Freiheitsmöglichkeiten für die zukünftigen erst zu eröffnen, weil man beispielsweise in nachhaltige Industrien investiert, weil es gegenwärtig möglich und erforderlich ist. Damit kommt gewissermaßen, und das ist die Ironie, kommt in gewisser Weise heute beispielhaft ein Konflikt in der Politik zur Austragung, und ich bin sehr gespannt, wie er ausgeht, ich habe meine Befürchtung, aber ein Konflikt zur Austragung, der noch einmal in beispielhafter Weise die Frage aufwirft, wo steht man, welche Haltung nimmt man ein? Und da wäre es jetzt die eigentlich spannende Frage, ob es sich noch einmal eine solche Lagerbildung wie in den 60er, in den 50er Jahren abzeichnet. Dass man also erleben könnte, ich habe erste Anzeichen, ich meine, man kann erste Anzeichen erkennen, dass deutlich wird, dass ein erheblicher Teil, interessanterweise wieder auch klassisch rot-grün jetzt zusammengeschweißt, sagt, wir müssen im Wege erstens möglicherweise der Abschaffung der Schuldenbremse, auch wenn es nicht möglich ist, weil die CDU dagegen sein wird. Aber man kann es fordern. Man kann fordern und sagen, wir müssen uns wieder Freiheiten verschaffen, damit überhaupt nachhaltig investiert werden kann. Oder eines Notstandes, den man erklärt. Gegenüber einem neoliberal, ich will das gar nicht in dem Fall hier nur reaktionär, es ist vor allem in dem Punkt ein neoliberales Lager oder eines, das eben diese Fragen der Zukunft missachtet. Diese Konfiguration ist in gewisser Weise wieder da. Und da kommt es in gewisser Weise auch für diese Medien, die ein Stück weit wie Spiegel, wie Zeit ihre Kontur zum Teil haben,
verlieren lassen in den letzten Jahren. Es kommt in gewisser Weise wieder zum Schwur. Und man fragt sich, ich habe es mich jedenfalls gefragt, wo würde heute eigentlich ein Rudolf Augstein stehen? Und das soll am Schluss meine letzte Überlegung sein. Denn was ist die durchgängige Position, in der wir uns meiner Meinung nach heute befinden? Wenn wir uns erinnern, in welcher Konfiguration ein Rudolf Augstein am Anfang stand. Augstein war in einem Land, einer Politik ausgesetzt, die zutiefst noch autoritär grundiert war, in der starke Figuren wie Adenauer, ich habe die Namen genannt, auch ein Strauß, eine autoritäre Haltung an den Tag legten und eine Folgebereitschaft in der Bevölkerung erwarten konnten, die es regelrecht verlangten, oder danach verlangten, dass ein Mann wie Augstein dagegen Politik macht, dass er sich diese Gegner sucht, dass er in der Lage ist, die Autorität der Politik, der starken Politik zu hinterfragen. Wenn wir uns heute die Lage zwischen Politik und Medien anschauen, hat sich in meinem Eindruck die Lage völlig verkehrt. Wir haben es mit einer Politik zu tun, die von den Medien, nicht zuletzt sowohl im Internet, von den neuen, ich nenne es mal asozialen Medien, aber auch von den neuen, von den alten Medien, regelrecht vor sich hergetrieben wird. In einer Weise, wo der Respekt gegenüber der Parteipolitik regelrecht auf dem Nullpunkt angekommen ist. Ich will darüber zum Schluss nur einige kleine Beispiele an dieser Stelle bringen. Ich fange mal an mit einem quasi Doppelschlag, den ich so bemerkenswert fand. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen aufgefallen ist. Hier spricht ein Mann mit einer gewissen Reputation in diesem Lande. Manche halten ihn da gleich für den klügsten Mann, weil er ab und zu am Glücksrad drehen darf. Nämlich Günther Jauch. Deswegen wird er oft, glaube ich, als der klügste Mann des Landes bezeichnet. Er hat irgendwie, ich glaube, es war Maischberger, hat er die Politik als die politische Reste, die Ampel als die politische Resterampe der Republik bezeichnet. Ein eigentlich absolut skandalöser Vorgang, weil populistischer kann man sich eigentlich kaum äußern. Das sind die Idioten, sage ich mal deutlich gesagt, die überhaupt die Köpfe für uns hinhalten, aber es ist eigentlich das Letzte. Und das ist dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet worden, ich weiß nicht, ob widersprochen wurde, aber das Interessante ist, die Bild-Zeitung hat nichts Besseres zu machen, als am nächsten Tage es auf die erste Seite zu drucken. Das heißt, der populistische Widerhall, den das Blatt permanent betreibt, wird gewissermaßen beglaubigt durch den klügsten Mann der Republik. Das sei nur gesagt, es gibt wieder, wie letztlich eine Verachtung der Politik gegriffen hat und eine Geringschätzung, die es vor 40, 50 Jahren nie gegeben hätte. Zweites Beispiel. Kleines, nettes Beispiel. Liebe Politiker, macht euch keine Hoffnung, Bild bleibt Bild. Das ist eine Aufmachung. Das ist die Tradition, aber sie wurde immer mehr radikalisiert. Ich habe das mal, deswegen, wer jetzt nochmal genauer die Strategie nachlesen will, ich habe das mal in einem größeren Text vor 3, 4 Jahren sehr am Beispiel auch der Diffamierung von Fridays for Future an Bild deutlich gemacht. Finden Sie in den Blättern, gucken Sie mal nach. Diese Art, sich gewissermaßen als die Verkörperung von Volkes Meinung darzustellen, gegen die nur korrupten Politiker, gegen Politiker, die eigentlich nichts anderes im Schilde führen, als die Politik, als die Menschen hinter die Fichte zu führen und gegen die wahren Interessen der Bevölkerung zu handeln. Das hat auch zwei weitere Punkte. Jetzt gerade am jüngsten Beispiel, ich will es jetzt nicht lange machen, aber ich könnte, wie gesagt, die Habeck, da hätte ich reihenweise, die Habeck vor sich hertreibung hätte ich, das kennen Sie aber alle noch. Also Habecks Heizsammer haben wir, könnte ich unendliche Folgen machen. Habe ich mal, sogar lustigerweise fand ich ganz souverän, da haben sie mich bei der Bild-Zeitung eingeladen, habe ich das mal im Bildfernsehen gemacht. Da habe ich mir erlaubt, dann mal die ganze Reihe nachzustellen und deutlich zu machen, habe ich die Plakate mal gesehen. Aber jetzt als jüngstes Beispiel, jetzt ganz aktuell. Der Beschluss, das Essen wieder teurer zu machen, um Geld zu finanzieren, nachdem die Corona-Zeit vorbei ist, hat die Regierung beschlossen, wir wissen es alle, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von 7% auf 19% zu erhöhen. Ein ziemlich vernünftiger Vorschlag, um die klammen Kassen, die Bild übrigens jeden Tag beklagt, wieder zu füllen und zu sagen, wir kommen zu Geld. Was macht Bild daraus? Die Regierung macht unser Essen teurer. Das heißt, eine Versimplifizierung, wie es simpler nicht geht. Es ist gewissermaßen immer der simpelste Weg und wie weit das auch einhergeht mit Falschdarstellungen, sei an dieser Stelle noch gesagt, das war mit für manches der größte Skandal. Es ging um die Frage, kann man das Bürgergeld erhöhen? Lohnt das Arbeiten noch, wenn das Bürgergeld um 61 Euro erhöht wird? Man kann sich ja darüber streiten, ob das Bürgergeld zu hoch ist, ob der Begriff Bürgergeld ist, egal. Es ging aber bei der Frage der Erhöhung des Bürgergelds um die Frage, wo liegt das Existenzminimum, wie hoch, wann wird es noch gewährleistet. Und Bild suggeriert, das Arbeiten lohnt sich gar nicht mehr. Schreibt aber in der kleinen Zeile, wenn jemand Bürgergeld kassiert und ganz nebenbei noch schwarz arbeitet, dann kommt er allemal besser über die Runden als diejenigen, die seriös arbeiten. Das ist natürlich eine Infamie, und das waren nur einige Beispiele, die letztlich permanent den Eindruck erwecken, wir sind von
völlig korrupten beziehungsweise zumindest völlig untauglichen Politiker umgeben, die nicht in der Lage sind, die wahren Bedürfnisse der Bevölkerung wahrzunehmen. Und denen wir als Volkesstimme nach dem Munde reden, beziehungsweise deren Stimme wir, denen wir die Stimme verleihen. Das ist die Machtverschiebung für mein Verständnis, die sich letztlich in den letzten 50 Jahren dargestellt hat und die unsere Politik in eine absolute Abseite gebracht hat und die uns alle Sorgen machen sollte, die Frage nämlich aufwerfen muss, wo ist eigentlich die Macht in diesem Land? Und wenn man sich den desolaten Zustand, und ich bin der Letzte, der nun wirklich diese Ampel nicht kritisieren würde, also ich habe sie sehr scharf kritisiert, ich habe leider auch allergrößte Probleme mit dieser Konfiguration, aber wenn man sich schon diese ungemein schwierige Konstellation ansieht, wo eine Partei, nämlich die FDP, in ein anderes Lager wandert und von daher schon Schwierigkeiten anliegen, dann fällt es natürlich ungemein leicht, sich permanent nur zu erheben und auch keinerlei wirkliche Angebote zu machen. Und deswegen zum Schluss mal ein wenig nochmal nachgedacht, weil wir heute eben im Lichte von Augstein miteinander reden. Mal überlegt, was Augstein vielleicht eigentlich heute sagen müsste, beziehungsweise was ein konstruktiver Umgang des Spiegels in dieser völlig neuen Zeit sein müsste. Wie müsste sich eigentlich eine Zeitung vielleicht verhalten, die heute die Frage aufwirft, was wäre zu tun? Und Augstein selber hat, ich habe einige Zitate mal rausgesucht, man findet viele, aber ich habe einige mal rausgesucht, die so ein bisschen seine Reflexion am Ende seines Lebens bedeuteten. Und da stellt er zum einen fest, völlig zu Recht, stolz bin ich auf mich ja nie. Das stimmt in gewisser Weise, er war, glaube ich, wirklich sehr unsentimental. Er hat auch gesagt, es ist vorbei, wenn ich weg bin, ich bin nicht weg, glaube an kein Leben nach dem Tode, dann ist das auch endlich. Also das war, glaube ich, nicht nur Koketterie. Aber ich habe um die Demokratie gewisse Verdienste. Nicht ich allein, sondern der ganze Laden natürlich. Ich habe doch wesentlich mitgewirkt, der Demokratie der beiden Herren Adenauer und Strauß ein Ende zu machen. Das wird man tatsächlich, allenfalls bei Strauß allemal, bei Adenauer hat der Spiegel auch eine große gespielt, weil die Folge der Spiegel-Affäre natürlich auch das vorzeitige Ende hat, da wird man recht geben müssen. Aus den Gründen, die ich genannt habe, weil nun wahrlich weder Strauß noch Adenauer anfangen, so großes Adenauer geleistet hat. Und aus das sei gesagt, Augstein lag meistens daneben. Politisch lag er völlig daneben, die Westbindung von Adenauer völlig richtig. Der eher nationale Zugang von Augstein war falsch. Aber in der Sache hat trotzdem der Kampf um eine bessere Demokratie seinen großen Verdienst. Und jetzt kommt's. Zweiter Punkt. In der Aden, das war ein Punkt der Selbstkritik, in der Ära Adenauer waren wir das Sturmgeschütz der Demokratie mit verengten Seeschlitzen. Also, er sagt damit selber, naja, wir haben uns zum Teil schon fast zu sehr, die Pitbulls, sage ich mal übersetzt, an die Fersen unserer Gegner geheftet. Also, es war immer der Wunsch, natürlich die maximale Auseinandersetzung, ob gegen Adenauer oder auch Strauß zu praktizieren. Aber da kommt's, im ärgsten Kampfgetümmel, wo man uns manche Haftholandung abhielt, erreicht mir nicht entfernt die Wirkung wie in dem Moment, da man uns mit einem Netz auf den Trockenboden schleppte und die Amontierung zu demontieren gedachte. Damit geht er nochmal zurück auf die Spiegelaffäre und sagt, es war letztlich genau diese Auseinandersetzung, die dem Spiegel diesen Nimbus verlieh. Und jetzt kommt der für mich so entscheidende Satz. Und den, finde ich, muss man sich immer wieder bewusst machen. Aus dem Jahre 93. Sturmgeschütze sind nur in Zeiten angebracht, wo es etwas zu stürmen gibt. Will sagen, wenn du keine Gegner hast, die überhaupt so stark sind, dass es erforderlich ist, sie so zu bekämpfen wie ein Franz Josef Strauß, dann hast du irgendwann nicht mehr die Notwendigkeit. Dann musst du Journalismus möglicherweise völlig anders denken. Dann musst du ihn auch in Unterstützung einer dann wehrhaft zu werdenden Demokratie denken. Und so sagte bereits Helmut Schmidt, interessanterweise, ich wollte es eigentlich Sie raten lassen, aber es war ein anderer, eben wichtiger Hamburger, der Folgendes sagte. Wenn Sie seine eigenen, im Jahre 66 schon, wenn Sie seine eigenen Polemiken lesen, dann sehen Sie, mit welcher Schärfe er beispielsweise polemisiert. Das ist auch gut für eine Zeitung. Aber ich glaube nicht, dass es für die deutsche Politik insgesamt gut wäre. Das heißt, es gab andere, die durchaus sagten, man kann auch mit der Schärfe, die vielleicht damals geboten war, das sagt ja Schmidt selber, durchaus übers Ziel schießen. Und Augstein selber sagt später selbstkritisch, und das ist vielleicht der entscheidende Satz, ich hatte nie Schwierigkeiten, gegen etwas zu sein. Ich hatte mehr Schwierigkeiten, für etwas zu sein. Und das sagt eigentlich nichts anderes, als damals der Journalismus seine große Aufgabe schon darin hatte, antidemokratisches Verhalten aus der Situation der Macht zu konterkarieren und scharf gegen sie zu schießen, den Missbrauch von Macht aufzudecken und deutlich zu machen, welche Gefahr darin steckt. Heute habe ich den Eindruck, muss der Journalismus weit mehr dem Umstand Rechnung tragen, dass aus den gesellschaftlichen Kräften,
aus Teilen einer Gesellschaft, die so antidemokratisch zu werden droht, die Politik sturmreif geschossen wird, also im umgekehrten Sinne die Gegner ganz woanders liegen. Oder um es mit dem Bogen, ich wollte ihn ja so schließen, habe es angekündigt, um es mit Kozelek zu sagen, die Kritik, die anders als Kozelek es mal dachte, Kozelek dachte, es ist der Universalismus, es ist die Moralisierung, deswegen war Habermas so ganz gegen sein, es ist die Moralisierung aus der Zivilgesellschaft, die letztlich dafür sorgt, dass wieder eine Gesellschaft politisiert wird, die der Staat eigentlich mal stillgestellt hat. Ein Staat, der die Konsequenz gezogen hat aus dem inneren Bürgerkrieg, soll jeder nach seiner Fasson selig werden, aber die Macht haben wir und es darf keine Moral überschießen, damit es nicht den Bürgerkrieg gibt. Diese Kritik hat Kozelek geübt und hatte damals im Blick, dass gerade linksliberale utopische Vorstellungen eigentlich wieder den Staat quasi Sturm aufschießen könnten. Heute ist mein Eindruck ein ganz anderer. Es ist nicht der Universalismus oder die utopische Strömung, die diese Demokratie sturmreif schießt. Es ist der absolute Egoismus, der antidemokratische Narzissmus von Figuren wie Höcke oder einer letztlich, ja, wie wir alle mittlerweile wissen, nach Beglaubigung durch den Verfassungsschutz, einer neuen, erwiesenermaßen rechtsradikalen Strömung, die ein ganz anderes Gesellschaftssystem im Schilde führt und die von daher grundiert durch einen Teil der Medien unsere Politik sturmreif zu schießen trachtet. Und insofern, glaube ich, müsste heute, und ich könnte mir vorstellen, er hätte jedenfalls weit größere Schwierigkeiten. Am Augstein wäre heute die Frage zu stellen, er würde sich wahrscheinlich stellen, bin ich noch gut beraten, primär Politik gegen etwas zu machen, also gegen die Machthaber, oder müssen wir nicht weit mehr Politik für die Demokraten machen und die Parteien, die sich ziemlich händeringend gegen den Ansturm der Antidemokraten wehren. Ich danke Ihnen.